Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute mit dem Thema Rohschafttest, Blankschafttest, kann man auch sagen. Und zwar die Vergleichsmethode, wo man mindestens drei befiederte und einen unbefiederten Blankschaft, Rohschaft schießt und dann eben aufgrund der Position, wo der unbefiederte Pfeil im Vergleich zu den befiederten steckt, Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob jetzt das Beinwert zu hart oder zu weich ist und ob der Knockpunkt passt. Was brauche ich dafür? Logischerweise drei befiederte Pfeile und eben einen unbefiederten Pfeil, wobei der unbefiederte Pfeil eben ansonsten genau baugleich wie der befiederte sein muss, nur dass eben hinten die Federn fehlen. Und dieses Gewicht von den Federn sollte idealerweise mit einem Isolierband oder irgendwas Ähnlichem ersetzt werden. Das heißt, wenn ihr eine Feinwaage habt, könnt ihr diese drei Federn abwägen, dann genauso viel Isolierband abwägen, das hinten drüber wickeln, damit das Gewicht wirklich genau gleich ist und dann eben diesen Test durchführen. Wie führen wir diesen Test jetzt durch? Am Anfang machen wir das einmal auf einer kürzeren Entfernung, so weiß ich nicht, 10 Meter kann man einmal anfangen. Und schießen einmal die drei befiederten Pfeile und dann schießen wir eben den unbefiederten Pfeil und können dann eben Rückschlüsse darauf ziehen, wie das jetzt mit Beinwert Knockpunkt ausschaut. Es ist jetzt so, ich habe aktuell alle meine Pfeile befiedert. Ich habe vergessen, dass ich mir da einen Rohschaft aufhebe. Beziehungsweise mag ich da jetzt auch nicht die Federn wieder runterkletzeln von einem Pfeil und es würde jetzt auch nicht vom Video her wirklich viel bringen, weil ich habe so Rohschafttests schon gemacht mit meinen Pfeilen und ich weiß, das passt mehr oder weniger fast genau das Beinwert bei mir. Deswegen machen es mir jetzt dann so, ich schieße drei von meinen normalen Pfeilen und schieße dann einen anderen Schaft als Vergleichspfeil. Dieser andere Schaft hat einen Beinwert von 740. Von 740 ist sonst in etwa von der Länge baugleich wie mein Pfeil, hat ein bisschen eine leichtere Spitze. Das heißt, laut Theorie müsste dieser Pfeil dann rechts von der Gruppe einschlagen, aber das schauen wir uns jetzt eben alles an. So, was können wir aus diesem Rohschaft-Blankschaft-Test jetzt ablesen? Ihr seht, der Blankschaft steckt unterhalb von der Gruppe und er steckt ein bisschen rechts von der Gruppe. Die Entfernung, was ich jetzt geschossen habe, waren ja 10 Meter über den Daumen. Aber da sieht man eben schon diese Abweichung, dass das nicht passt. Was bedeutet das jetzt? Fangen wir an mit der Höhe. Wenn der Pfeil unterhalb von der Gruppe steckt, dann bedeutet das, dass der Knockpunkt zu hoch ist. Ich habe in dem Fall jetzt eben zu hoch eingenockt und dadurch landet der Pfeil unterhalb von der Gruppe. Umgekehrt, wird der Pfeil zu hoch stecken, wird das bedeuten, dass der Knockpunkt zu niedrig ist. Man sieht es dann auch am Pfeilflug, beziehungsweise eben, wenn es so schräg drinnen steckt, kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen, dass eben der Knockpunkt nicht passt. Wie schaut es jetzt aus mit der Rechts-Links-Abweichung? Da ist es auch einfach. Und zwar ist es so, wenn wir einen Rechtshandbogen schießen und der Pfeil, also der Rohschaft, links von der Gruppe einschlägt, bedeutet das, dass das Bein zu hart ist, dass der Pfeil zu hart ist. Wenn der Pfeil rechts, also der Rohschaft rechts neben der Gruppe einschlägt, bei einem Rechtshandbogen, bedeutet das, dass das Bein zu weich ist. Beim Linkshandbogen ist es umgekehrt. Natürlich immer davon ausgehend, dass wir im Pfeil eben auf der Augenseite eingelegt haben beim Bogen und nicht auf der Außenseite schießen. Gut, ich sage es jetzt noch einmal für diejenigen, die dieses Video vielleicht nicht von Anfang an angeschaut haben. Rohschafttest eben mit identischen Pfeile, nur bei dieser Methode, dass eben bei einem Pfeil keine Federn oben sind, das ansonsten aber gleich ist. Ich habe das jetzt eben nur mit diesem anderen Pfeil hergezeigt, einerseits, weil ich keine Rohschäfte mehr gehabt habe und andererseits, weil man dadurch eben besser sieht, wie so eine Abweichung aussehen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt diesen ersten Test auf eine Entfernung von 10 Meter gemacht.
Ihr solltet diesen Test dann auch auf weitere Entfernungen probieren und ihr solltet diese Tests immer mehrmals durchführen. Ja, weil wenn einmal der Pfeil ein bisschen rechts geht oder unten geht, das kann einfach ein Lösefehler oder irgendwas ähnliches sein. Das heißt, wirklich mehrere Versuche machen, auch mitnotieren, damit man es merkt, ist nicht schlecht. Und dann sieht man eben, in was für Richtung, dass da die Abweichung geht. Es hat natürlich nur Sinn, das auf Entfernungen zu machen, wo ich noch halbwegs gruppieren kann. Weil auf, weiß ich nicht, 50 Metern Rohschafttest, da werde ich nicht mehr viel draus ablesen können, als intuitiver Schütze. Was ich natürlich schon machen kann, ist, dass ich einmal einfach einen Rohschaft oder mehrere Rohschäfte auf eine größere Distanz schieße und den Pfeilflug beobachte. Und ich sehe dann schon, dass der Pfeil irgendwo vielleicht einen Schlankler macht, beziehungsweise wenn ich es halbwegs geschafft mit der Rechts-Links-Flucht normal hinzukommen und der Pfeil schlägt eben deutlich links oder rechts davon ein, habe ich wieder diesen Hinweis auf einen zu harten oder zu weichen Bein. Aber ihr seht, Rohschafttest, gar kein Problem in Wirklichkeit. Und noch einmal, Pfeil steckt unten zu hoher Nockpunkt, Pfeil steckt oben zu tiefer Nockpunkt, Pfeil steckt rechts zu weiches Bein beim Rechtshandbogen, Pfeil steckt links zu harter Bein beim Rechtshandbogen, beim Linkshandbogen ist es einfach umgekehrt. Gut, was macht ihr jetzt, wenn ihr draufkommt, dass irgendwas nicht passt? Wie geht ihr weiter vor? Beim Nockpunkt ist es einfach, ihr könnt einfach einmal den Nockpunkt anders setzen. Das ist immer das Erste, ja, dass ihr mal schaut, dass mit Nockpunkt, dass das passt und dann wird sich erst um dieses zu hart, zu weich vom Spein kümmern. Bei diesem zu hart, zu weich schaut euch einmal das Video an, der dynamische Spinwert. Da erfahrt ihr, was ihr eben ändern könnt, wenn ihr jetzt drauf kommt, dass euer Pfeil eben zu hart oder zu weich ist. Und wenn ihr das dann ausprobiert, dann immer nur eine Sache ausprobieren. Also angenommen, ihr kommt drauf, euer Spein ist zu weich, ja, dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, ihr schneidet den Pfeil ein bisschen ab, dadurch wird er auch härter werden. Aber eben immer nur eines davon einmal probieren, schauen, passt es. Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht dann andere Sehne und andere Pfeilspitze und sie so langsam hinarbeiten auf den Pfeil mit dem richtigen Spinwert und eben nicht irgendwie quer durcheinander wild drauf los alles ausprobieren. Gut. Das war es jetzt zum Thema Blankschafttest, Rohschafttest. Ich würde jetzt dann noch einmal einen Durchgang machen von weiter weg. In diesem Sinne, alle ins Gold, alle ins Blatt, abonniert meinen Kanal, teilt es mir in den sozialen Medien, empfehlt es mir weiter. Pfiat euch, macht es gut, bis bald, tschüss.